So, Leute, da sind wir beim nächsten Gameplay und ich habe Dommer dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an Awes of Humans gegen Necro Dominance. Klingt spannend. Ist auch sehr spannend, dass Awes of Humans hier eine Pioneer Legacy Crossover irgendwas, was ein sehr faires Deck ist, was wirklich Turn 1 Creature, Turn 2 Creature, Turn 3 Creature machen will. Und auf der anderen Seite haben wir Necro Dominance Combo Deck, was ein insanes Deck ist. Ja, das ist überraschend stabil. Ja. Hat aber hier keinen Land Drop. Nö, man will ja mal. Ja, okay, wegen dem Wasteland wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, wegen zwei Wastelands, ach du schon. Mhm. Ne? Unterschiedliche Artworks, ja. Spannend, aber die wenigstens die Fallout Versions. Ja, das ist korrekt. Und Mount Doom als Wasteland verkleidet. Mhm. Da wird ein Pack gezockt. Da wird direkt in die Folgen gegangen. Das heißt, der geht jetzt off, weil Tobias hat selber schon mitbekommen, so an einem Pack-Trigger zu sterben, ist irgendwie doof. Passiert im Deck nicht so häufig tatsächlich. Das ist erstaunlich konstant. Ja. Und vor allen Dingen gegen so ein faires Deck wie gegen Humans. Schrägstrich Texas oder irgendwas. Ja. Also wenn nicht gerade Natalia liegt, ist da glaube ich echt wenig los. Ne? Vor allem, wenn es Game 1 ist. Stimmt. Wo halt nur Talia praktisch relevant ist. Und da weiß ich gerade gar nicht, ob Awes of Humans noch was spielt. Normalerweise schon. Okay. Ich weiß nicht, was im Pioneer League ist, von daher. Ja. Nee, ansonsten, was wir jetzt sehen werden, ist ein Aufgehen von Necro Dominance. Hier leider die kleinen Würfel, weil sie farbig sind. Tatsächlich ist das hier relevant für die Spieler. Jupp. Dementsprechend ein bisschen schwieriger. Ein rotes, ein grünes Mana. Metamorphose. Wahrscheinlich. Ja, Metamorphose kann man zwei beliebige Mana-Farben bekommen. Lol. Storm Energy. Nice. Pokémon, ich liebe alles daran. Fun Fact, ich weiß, dass der Energy Counter von seinem Sohn ist. Cool. Das ist schon wirklich geil. Das ist wirklich cool. Wahrscheinlich schwarz und blau. Ja, schwarz und blau und dann zieht man eine Karte. Ich glaube, das wurde hier Nee, zwei schwarze wurden. Zwei schwarze, okay. Dann wird keine Karte gezogen. Dann kriegt man drei schwarze. Drei. Ah, wahrscheinlich. Necro Dominance. Necro Dominance zu droppen. Ja, da ist die Necro Dominance. Man kann am Ende Step x Leben bezahlen, x Karten ziehen und dann muss man ein Handkartenlimit auf 5 haben. Man zieht zu Beginn des Saisons zumindest keine Karten mehr. Und jetzt wenn Karten ins Griff gehen, werden sie exiliert. Genau. Was bei dem Deck, glaube ich, gar nicht so relevant ist, oder? Ja. Ja, so ziehen wir mal 19 Karten. Jawohl. Ja. Und was dieses Deck jetzt tun kann, ist im Endstep hoffentlich gewinnen. Ja, so in etwa. Ich finde, die Shell ist ungefähr so ähnlich wie von dem früheren Storm, was ich auch mal gezockt habe mit Pier and Tudor Abyss. Ja. Nur, dass du halt jetzt wesentlich weniger Mana brauchst und viel effizienter bist. Das ist korrekt. Du hast halt vom Faktor her so, dass du halt nur noch 3 Mana brauchst. Hier werden jetzt mal Karten sortiert, und zwar nach Mana, Playable Cards und nutzlose Karten. Oder war das Ding. Ich habe jetzt bisher noch nicht diesen blauen Zauber gesehen, den man braucht. Um jede Karte Flash zu geben, ne? Ja, genau. Ist eine Karte, ein Spell aus Lord of Rings. Lord of Rings, ja. Der bisher nicht sehr viel Play gesehen hat und auch nicht so relevant für die war. Aber der wirklich, wirklich dumm ist, weil alle Spells in dem Zug einfach Flash bekommen. Und du ziehst eine Karte. Mhm. Was die Karte, finde ich, viel, viel besser macht als einfach nur Flash this turn. Mhm. So, jetzt ist die Frage, wenn man den nicht hat, kommt man auf den. Nee, wenn man den nicht hat, geht's nicht weiter. Stimmt, weil da muss man jetzt versuchen, dann irgendwie Card Draws zu haben, Single Card Draws oder sonst was. Ja, dann mit Manamorphosen oder so sich durchzucyclen. Ja, bis vorher, man das machen kann. Vorher vielleicht noch Deck ausdünnen, genau. Genau, dann Green. Searcht man zwei Fairies. Zwei Fairies, genau. Hat man überhaupt zwei noch im Deck? Ja, müsste man. Müsste man noch genau zwei haben, wenn man nicht alle auf der Hand hat. Eine? Eine? Dann, tja, die Karten landen wir eigentlich im Exile, nicht im Friedhof. Das ist korrekt.
Ich glaube, es ist hierbei nicht mehr relevant. Aber das ist korrekt. Ich frage mich gerade, ob das relevant werden kann in dem Deck. Surgical. Nicht. Surgical, ja, weil du kannst jetzt nicht mehr so schnell das Target von Surgical werden. Das stimmt. Dann... Ja, nimmt man die beiden, hat noch die Affen. Drei Affen. Da hat halt noch fast 5 Mana. Grün. Grün. 2. Für 2 Grüne. Anamorphose. Wahrscheinlich ein schwarzes und rotes, würde ich jetzt. Ah, nee, man hat ja noch 2 Dinge. Schwarz und blaues. Man hat ja noch rot. Draw, ich glaube, das war noch ein Dominance. Das sind Forzies. Echt? Das sah aus wie noch ein Dominance für mich, aber. Es kann auch sein, dass ich blind bin. Storm 7. Dann für ein schwarzes Dark Rift. Ja. 3 schwarze. Dann. Ja, gut, man muss jetzt halt schauen, ob man es irgendwie noch schafft, den blauen Spell zu bekommen. Wie gesagt, ich habe ihn noch nicht auf der Hand gesehen. Ne, ich auch nicht, aber kann sein, dass vielleicht er irgendwo in dem Stapel drin ist. Es sind halt 19 Karten. Die Chance, dass der da nicht bei ist, ist halt da. Ja, das ist richtig. Da gibt es noch 7 schwarze Mana. Und, da ist er. Da ist er, der blaue. Ab jetzt haben alle Spells diesen Turn Flash. Ja, yep. Aber auch beim Gegner. Aber auch beim Gegner, das ist korrekt. Was in dem Moment aber total egal ist eigentlich. Affe für ein rotes. Wofür? Für ein Wild Cantor, den man jetzt reinflashen kann als Creature. Ja, und dann hat man den Storm, glaube ich, auch hochgenommen. Ja, ja, für das Bargain. Ich frage mich halt, ob man hier weiß, dass man auch die Necrodominance opfern kann. Ist es das nicht? Ist es nicht Creature oder Token? Enchantment-Artefakt, irgendwas in der Richtung? Ne, Artefakt oder Non-Creature-Token. Non-Token-Creature. Es geht nicht Enchantment, soweit ich weiß. Ne, Token gehen auf jeden Fall. Es müssen Tokens sein, auf jeden Fall. Es muss ein Token sein. Ja. Token oder Artefakt. Oh. Dann war es so rum. Dann kriegt man Necrodominance nicht weg. Nö. Genau, dann kriegt man nämlich Necrodominance nicht weg. Hm. Ist ja im Prinzip eigentlich fast egal. Fast, ja. Dann ist das diese... Ah, man hat noch kein Dings auf der Hand. Da war doch ein Ding auf der Hand. Hundertprozentig ein... Mhm. Da sind doch die Mirrors auf der Hand. Mhm. Man hätte einfach mit den Mirrors... Besiege den Mirror einfach den töten können. Okay. Man hat doch sogar die Packs auf der Hand gehabt. Ja. Also, da hätte Besiege einfach töten können. Denn Besiege sucht Tendrils und Tendrils macht 2 Damage an einem Spieler deiner Wahl für jede Karte, die du davor gespielt hast, Storm. Ja, und du kriegst 2 Leben. Das ist wichtig. Ja. Weil du kannst, außer jetzt hier, wenn du Pacts spielst und an den Pact-Trigger meistens stirbst, kannst du auch mal einen kleinen Storm machen, um einfach wieder Leben zu kriegen. Ja, das ist richtig. Vollkommen solide. Und, ein grünes, warum nimmt man nicht das schwarze? Warum sollte man den Wild Cantor hier opfern? Requisite nicht. Bisschen Verwirrung. Bisschen Verwirrung, ja, ich glaube. 1, 2, 3, 4, das sind alle grünen Kreaturen aus dem Deck, der Pact ist nutzlos. Ja, jetzt Besiege mit dem Artefakt opfern und dann bist du doch durch. Feuer. Wie hoch willst du den Stormcount treiben? Der will den in der nächsten Runde auch noch getötet haben. Hä? Ja, das ist jetzt ein bisschen Overkill, fühlt es sich an. Ah, da wird Tendrils in der Hand. Aber warum? Ja, egal. Kill. Ja, an dieser Stelle vielen Dank an meine Patrons, dass ihr mich so wunderbar unterstützt. Das ist ganz, ganz großartig. Vielen, vielen Dank an euch. Gerade Talia Tier, YouTube Membership, Supporter Level, Talia Plus Tier. Vielen, vielen Dank. Aber auch an Fan und so weiter, an die anderen Tiers.
Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Das hilft immens. Vielleicht könnt ihr euch auch überlegen, ob ihr unterstützen wollt. Ab 3 € im Monat könnt ihr mich unterstützen. Und ja, damit Werbung Ende. Nächste. Wenn man jetzt Sideboarden würde, würde man wahrscheinlich als Ding, Defeating Silence ist halt eine gute Karte. Wenn man so spielt, ja. Mindbreak Trap ist eine gute Karte. Mhm. Dann ist die Frage, ob er so was spielt wie hier, du sagst eine Zahl an und die kann ich... Talia. Talia ist auch eine gute Karte. Mhm. Ist die Frage, ob Necro Dominance Creature Removal im Board, gebordet hat und jetzt mit dem Wasteland klarkommt. Das ist halt übel. Ja. Bargain übrigens, Sacrifice, Artifact, Enchantment oder Token. Okay, also man könnte auch einfach die Necro Dominance opfern. Ja. Hm. Okay, anscheinend geht man jetzt einfach oder versucht jetzt einfach aufzugehen, oder? Das kann man nicht, weil es kostet 2 Mana. Das kostet 2 Mana. Das ist anders als bei Talia. Bei Chalice, man kann es gar nicht versuchen zu casten. Land ist enttappt. Das ist ein normales Artefaktland aus Dings, ne? Ja. Aus. Das ist ein Vault of the Whispers. Ja, ja, aber aus dem Vault Artwork von Fallout, glaube ich. Fallout müsste es sein, ja. Oder? Die Vault aus dem Vault? Nee, das ist hier. Hier? Wie heißt das andere from the Vault? Nicht das andere. Hier, Doctor Who? Nee, Warhammer. Das von den Necrons. Stimmt, da gab's die, ja. Ja. Dann Dark Red aus 2 Mana macht 3 Mana. Das ist mittlerweile ein sehr schlechter Deal. Jupp. Ist die Frage, was man damit gewinnen will. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also, das ist meistens der Moment, wo ich halt sage, ey, wenn du jetzt keinen Removal hast, dann probier's doch gar nicht erst. Ja. Weil das jetzt. Nee, das kostet 3 Mana. Ah, okay, er will die 2, das extra Mana mit dem Grün bezahlen. Das kann er. Das kann er, das ist safe. Kriegt er aus 3 Mana 3 Mana. Ja, cool. Ist genau nichts passiert. Ne, das ist. das sieht nicht nach Spaß aus. Ja, das ist da würde ich instant conceden. Instant conceden und ein Game 1 hinlegen. Was war das? Ist ein Flash Human, 2 Mana 3-1. Für einen Mana kannst du den opfern, um einen Artefakt oder Verzauberung zu machen. Hm. Super, also spätestens jetzt wäre vorbei. Ja, ja, das ist absolut dominiert worden hier. Das ist jetzt schon und man geht eigentlich in Game 3. Da hat er ja schon längst gewastelandet. Ja. Contain Priest. Wofür? Einfach zum Haben. Man hat so viele Karten, die man rausbauen kann. Ja. Brauchst eigentlich nur Hate. Genau. Hate und Creatures, die halt irgendwie Power machen. Und all the hate you can get. Ja. Wenn Contain Priest macht gegen Necro Dominance genau gar nichts. Außer ein Flashbuddy sein und jetzt für 2 hauen. Was gegen Necro Dominance auch nicht schlecht ist. Ja. Aber da liegt ja der Enchantment Removal von daher. Macht das nicht so viel. Hm. Ja, erstmal für 7 hauen gehen. Ja, jetzt ist auch so low, dass halt auch selbst Necro Dominance spielen keinen Spaß mehr macht. Ja, da brauchst du auch gar nicht mehr zu spielen, um das spielen zu wollen, dann gibst du einfach auf. Ja, das ist etwas, was man ja auch lernen muss. Man muss lernen, ab welchem Punkt man aufgibt, damit man eben seine innerlichen, geistigen Ressourcen sich einsparen kann. Gerade wenn man Combo spielt. Gerade wenn man auf Turnieren spielt oder so, ist oftmals, gerade in solchen Situationen, einfacher, wenn man wirklich sieht, okay, es gibt praktisch und faktisch keine Möglichkeit, rauszukommen. Ich würde keine kennen. Und dann geht man lieber in ein Game 3, wo man anfängt, in einem Combo-Deck, was Turn 1 oder Turn 2 gewinnt, gegen ein Deck, das Turn 1 oder 2 nichts macht. Ja. Anstatt jetzt hier geistige Ressourcen reinzustecken. Das ist halt wirklich wahr.
Hier muss man jetzt sagen, das war halt ein FNM oder ein Samstag, wo es über vier Runden ging. Das ist was anderes, wie wenn man jetzt irgendwie in einem großen Turnier spielt, was dann über 6, 7, 8 Runden geht. Beispiel, nächstes Wochenende ist ja Herne, jo, wo ja auch ich anzutreffen bin, wo ich ja auch da bin zum Spielen und samstags zum Judgen. Und da würde ich halt in dem Punkt lange, hätte ich da ganz lange schon conceded, einfach nur, um auch Nerven und Ressourcen zu sparen. Ich frage mich halt gerade, ob Necro Dominance überhaupt Creature Removal hat. Aber da wird gerade auch noch geboardet. Ja, also wird immer wieder geschaut gegen Play and Draws, glaube ich, wichtig bei Necro Dominance. Aber ich kann es dir nicht sagen. Also ich weiß, dass da die Chancellor. Ja, die Weißen. Genau, die werden halt hin und wieder mal reingenommen und rausgenommen und so. Aber ich kann dir nicht sagen, was an Removal da tatsächlich fliegt. Oh, ja, jetzt ist halt wieder Turn 1, ne? Ja. Probieren wir mal. Ja. Und Necro Dominance. Ja. Ja. Das ist halt so solides Play, ne? Du droppst Necro Dominance Turn 1 und guckst dann einfach, was passiert. So, end of turn, zahle ich mal 19 Leben. Vorher mit Pack gespielt. Zwei Packs gespielt. Also Trigger auf den Stack. Drei Packs gespielt. Dann hat man weniger Elfen drin, die man ziehen kann und mehr Stuff, den man zieht. Ja, weil man cycelt sie ja nachher eh um. Das ist schon nicht schlecht. Und du stirbst eh an den Pack-Triggern, wenn du nicht schaffst. Ja, das ist richtig. Warum also nicht? Ja, dementsprechend so. Mal schauen. Es ist halt jetzt schon, man hat jetzt schon wieder 3 Mana auf der Hand. Das heißt, man braucht im Endeffekt nur noch Mana-Morphose plus den Spell und dann halt eine Menge Combo-Outs. Aber das Deck besteht ja eigentlich auch nur noch aus Fast Mana, Mana, ein paar Mana, Cycler und dem Kill. Jo. Dementsprechend, ja. Diesmal denkt man sogar daran, dass es in Sex geht. Wow. Und dann Draw 19. Jo. Gutshot? Gutshot, coole Karte. Wird immer besser, sagst du? Tatsächlich. Gott. Gut, jetzt natürlich die Frage. Wie gesagt, grünes Mana, rotes Mana. Da ist ein Dominancy-Quatsch. Da war ein Wagen, das war okay. Mana. Ja, man sortiert so ein bisschen seine Hand. Das darf man tatsächlich auf größeren Turnieren. Solange man da nicht nochmal anfängt zu rearrangen und so weiter, ist das alles voll okay. Es ist eine Menge Chancellor drauf gewesen. Das ist auf jeden Fall nicht gut gewesen. Nee. Das ist, glaube ich, so die Hand mit dem Zeug, was du so in Shot kloppen kannst. Mm. Dann schon mal irgendwie 4 oder 5 Karten. Der Key ist halt, du brauchst den Flash-Spell und eine Engine. Plus Mana für den Flash-Spell. Das ist halt sehr viel. Und auch wenn das Deck jetzt 2 Runden, also eine Runde sehr beeindruckt hat, die zweite Runde einfach gezeigt hat, woran es verreckt und jetzt anscheinend wieder sehr beeindruckend spielt, muss man einfach damit sagen, es ist konstant, was die Turns angeht, aber es ist nicht konstant, was den Hate angeht. Also wenn man teilweise sieht, was die da reinopfern, um Necro Dominance zu spielen, dann counterst du das oder zerstörst das, dann sind die halt einfach am Arsch. Ja. Und selbst wenn du kannst ja dann auch noch hergehen und den Move machen. Wow, alle 4 Packs. Zum Beispiel den Move machen, wenn der dich Pact of Negation, wenn du die Necro Dominance forcen willst oder so, die Necro Dominance dann wieder auch zurückforcen oder mit einem anderen Counterspell belegen, in der Hoffnung, dass er nichts macht und dann halt in den Pact-Trigger stirbt. Ne? Mhm. Das ist halt auch eine sehr valide Option tatsächlich. Und das Deck ist halt auch kein hundertprozentiges I win now Button. Nee. 3, 4 Grüne. Da sind noch Affen. Ich bin so froh, dass es den nicht in Schwarz gibt. Oh, fuck. Ich hätte keinen Bock auf einen Schwarz. Also, ich habe jetzt neulich noch gesagt, stell dir mal vor, den gäbe es in Blau. Ja, in Blau wäre der ziemlich dumm. Also, der wäre in Schwarz schon rundsdumm. Allein schon wegen Dark Red. Mm. Aber in Blau? Nee. Das müsste nicht sein. Cycle mal mehr Erfolg, Brainstorm. Hä? Meine Morphose, ein blaues und ein schwarzes. Jupp. Und eine Karte ziehen. Das ist auch eine Meine Morphose. Kann man noch ein bisschen Mana scalpen. Mm.
Da ist auch wieder dieses Akademis Awakening oder was? Du wirfst X-Karten ab und ziehst X plus 1 neu. Was ein Land sein kann. Ja. Ja. So, da haben wir... Storm ist okay, Storm ist genug. Ja, ja, das ist halt auch so was, wo ich sage, okay, können wir jetzt einfach drüber reden, dass ich genug Storm habe? Ja. Blau, das heißt, der Spell ist irgendwo auf der Hand. Ja. Und jetzt wird's halt dumm. Jetzt ist halt wieder alles hat Flash und... Wenn jetzt selbst die Lotus-Petal reinfliegen, ist es halt schon echt schwierig. Ja, der Storm ist halt weit genug. Und jetzt versucht man halt nur noch, so möglichst viel zu machen, damit man nicht irgendwie überrascht wird. Ja. Boah. Stark. Also wirklich, wirklich stark. Und zeigt halt auch, dass es gegen Decks, die nicht interaktiv sind, sehr, sehr krassen Dominanz zeigen kann. Ja. Ha, Dominanz. Passiert echt nicht mehr viel sonst. Ja. Wild Contour. Tralalala. Der ist so wichtig in dem Deck. Ja, weil man halt aus den roten und grünen Mana halt einfach einen schwarzen machen kann. Weil das Deck braucht halt schwarzes Mana. Und das ohne die Mana-Morphose. Und da kannst du mit einem Pack suchen. Da kriegt man nochmal drei Mana. Sind wir auf vier schwarze Mana. Da, ja, stimmt, ja. Der Zoll der Dove, die Dings werden nie, wahrscheinlich so gut wie nie, fünf Mana machen. Ja, das ist richtig. Die Cable Root. Auf der anderen Seite sind sie halt ein Mana kriegt, zwei Mana kriegt drei Mana. Das ist okay. Ja, ist plus. Genau, alles was plus ist, ist gut. Ach ja, so. Das Rumgepimmel eines Combo-Dex. Spielt viel an sich selber rum, ne? Spielt so lange an sich selber rum, bis der Gegner alles abbekommt. Ja. Endlich! Kragen und opfert Necrodominance und spielt die Tendrils. Ne, man hat gar nichts geopfert. Man kann das Ding auch casten, aber man muss es nicht. Ja. Ist die Frage, ob man sich dann vielleicht auch noch einfach einen Pact of Negation geholt hat und jetzt nochmal Besiege the Mirror raushaut. Einfach nur um safe zu sein, weil das ist ein Pact of Negation gewesen. Ha. Die kriegen jetzt das Future Side Artwork. Ja, habe ich gesehen. In ganz vielen, in dem Mystery Booster 2. Ja. Wir haben auch super viele andere Future Side Artworks mit drin, wie Show and Tell und so weiter. Und wir haben ganz viel Whiteboardert, wie Uwe und Whiteboardert und sowas. Ja, das ist halt sowas, also, dass die Whiteboarder wieder bringen, da zeigt einfach, wie verzweifelt sie sind. Ja. Ja, da kommt das vierte Mana. Yay. Hellrotes. Wir kommen zu einem Ende. Naja. Grün. Warum? Ich bin mir nicht ganz sicher. Warum? Ich bin mir wirklich nicht sicher, weil grün braucht man jetzt nicht wirklich. Da fände ich schwarz interessant, aber ich meine, noch Lotus Petal in das, was geht noch? Brudi, was los? Ja, hey, das ist ein bisschen gerade schleppen, weil das Deck ist eigentlich sehr straight line. Ja, du gehst auf 10 und dann bringst du den um. Warum? Ja. Hat der noch? Hat der keins? Hat der sich jetzt einfach nur. Da ist er noch. Naja, der hat sich einfach da vertan. Hat einfach, der hat, um sicher zu sein, den Dings geholt und hatte dann keine Win-Karte mehr, ja. Das heißt, der muss jetzt anders drankommen, indem er eine Menge Karten drunter legt und dann so viele Karten neu zieht. 5, 6, 7, 8, 9. Und jetzt hoffen, dass da was drunter ist. Jupp, so schnell kann es gehen. Dark Rid, nochmal der rote Spell, aber man hat kein rotes Mana mehr. Ah, doch, hat man mit den Petals. Mit den Petals hat man rotes Mana. Ja, ja, man hat genug Storm. Ja, Storm ist mehr als hier noch. Ja. Da ist noch ein Pact. Hat man jetzt, ich glaube, da war das Tendrils so auf der Hand. Ja. Lol. Ja, oh, das ist vorbei. Ja. 2-1 Necrodominance. Da man sieht, nur wieder Talia bricht so Combo-Dex ganz gut ab. Und ansonsten ist es ein sehr, sehr, sehr konstantes Turn 1 Deck. Sehr, sehr, sehr starke Leistung. Und ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.